So Leute, ich bin's, MC Arschel, und heute sind wir wieder bei Take on Mars. Ja, wir sind hier da letztes Mal stehen geblieben, dass wir den Rover gelandet hatten. Und da machen wir jetzt halt weiter. Ich bin schon ein Stück gefahren und unsere Aufgabe ist es, hier Fotos zu machen. Ich mach das hier mal weg. Das kann ich auch schließen. Und dann machen wir mal ein paar Fotos. Da sind jetzt noch welche grün. So, dann gucken wir mal die nächste Mission. Jetzt langsam kriegen wir noch Schnuppen dazu. Ist da mittendrin. Ah ja, was ich hier sagen nochmal wollte, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe oder nicht. Da wir rückwärts fahren, ist jetzt, wenn man nach D normalerweise vorwärts rechts wäre, ist es ja jetzt links rum. Und andersrum genauso. Also nur so. Hier unten wird euch übrigens angezeigt, natürlich müsste man das jetzt so rum bei diesem Rover sehen, wo Fehler auftreten. Man kann es hier nochmal nachlesen, wenn Fehler auftreten. Dann blockieren meist Räder und dann lässt sich fahren. Wenn der Error steht, ansonsten wenn der Major Error steht, dann ist der Reifen kaputt oder ist das mit dem Drehsystem kaputt oder der Motor oder irgendwas. Sind kaputt. So, wie sollen wir das Scanrad? Hier war ja das, was ich gesagt habe. Wir haben ja bloß ein aktives System. Aber dieses Radiation Assessment System oder was das war, war ja ein... Dazu muss ich jetzt auch nicht im Instrumentenmodus sein. Brauche ich bloß hier über diesen Punkt fahren. Oder in dieser Umgebung, in diesem Bereich hier rein. Und dann warten oder weiterfahren und zack. Wurde ganz automatisch gescannt. Ja. Zur nächsten Aufgabe, Fotos machen. Mal gucken. Ich fahre erstmal hier rüber, weil das ja bloß Fotos sind. Und also man, im Großen und Ganzen kann ich jetzt schon ein paar Punkte ab. Sondern die blauen sind Punkte, wo man erst hinfahren muss, um sie zu exploren, also zu erkunden. Roten sind Fotos und braune oder orangene, je nachdem was das ist, ist für Analysen da. Also sei es Steinanalysen, Luftanalysen, so kann man sich schon mal merken, was man machen muss. Kriegt man aber auch im Spiel denn mit. Also es ist jetzt nicht so, dass man das zwingend wissen muss. Man kann sich übrigens, so, jetzt machen wir von dem Krater hier auch noch gleich ein Foto. Ja, wie gesagt, mit den Kameras kriegen wir später noch bessere Kameras, das kann man sich ja denken. Ich glaube, mir hat keiner was dazu gesagt, ob ich da jetzt, na gut, spoilern kann. Ist jetzt relativ. So, mal ein schöner Ausblick. So, wo jetzt als nächstes hin, da drüben Fotos machen. Wenn die Wegstrecke zu weit ist, dann mache ich natürlich kurz einen Cut. So, ich mache da erstmal Fotos, denn da muss ich nicht bis ganz ranfahren. Das ist ja mal das Schöne bei Fotos, dass man da nicht ganz ranfahren muss, sondern einfach so einen Winkel und dann zack, bumm. Fotos machen. Ja, wie gesagt, die Anzeige hier unten, die stimmt eh nicht. Jetzt braucht er nicht denken, ich sitze um 6:20 hier und nehme auf. Nee, wenn, dann wäre um diese Uhrzeit das Video schon hochgeladen. Denn mein spätestes Zeitziel ist 6 Uhr. Ups, das muss ich... Okay. Da muss man auch ab und zu, wenn man gerade nicht so eine andere Perspektive hat, muss man da ganz schön aufpassen. Da ist ein Stück Stein im Weg. Das blockiert mir das Ganze jetzt. Weil manchmal, da der Rover ja relativ groß ist und da wirkt so ein Hügel, relativ kleines, und da wirkt so ein Hügel doch schon mal wie eine ganze Klippe. Also da muss man aufpassen. So, jetzt habe ich sie alle drin. Mal gucken, ob ich sie noch alle kriege.
Also man muss nicht ganz genau drauf geeicht sein. Geht auch so. Zack. So, Sand Creator haben wir abgeschlossen. Zumindest mit Fotos. Jetzt können wir da auch hinfahren oder könnten da hinfahren. Ich fahre aber erstmal da hinten hin. Ich fahre mal aus dieser Perspektive, weil da zieht, glaube ich, sonst ganz schön Qualität des Videos. Hier 900, 800 Meter, die werde ich natürlich jetzt nicht im Spiel, also während der, vor der Kamera fahren, sondern um jetzt Geld zu sparen, obwohl wir es eigentlich hätten und sagen, okay, wir kaufen uns Weden. Nein, ich möchte gern alles soweit machen, wie ich es schaffe. Und ich empfehle euch auch, wenn ihr einen Rover habt, also einen erfolgreich gelandet habt, dann probiert den möglichst lange oben zu lassen. Man kann auch Flüge beenden. Und die, ich weiß nicht ganz genau, wie das denn funktioniert, ob man da die Ressourcen einsammelt oder irgendwas, wenn man den dann beendet. Oder Daten oder was weiß ich. Auf jeden Fall würde ich euch immer empfehlen, einen Rover da zu lassen. Also nicht den Flug zu beenden, solange er noch funktionsfähig ist, denn das kann später mal, jetzt nicht gerade ins Geld gehen, aber wenn man jetzt zum Beispiel, sage ich mal, später an den Punkt kommt, okay, den Level 5 Rover, der hat das nicht, entweder baue ich es ran und muss da entweder auf was verzichten oder was umbauen und kann dann eine andere Mission nicht machen, oder ich habe einen Tech 4 Rover, der kann das von dem anderen nicht. Also so muss man abwägen. Und wenn man jetzt aber jeden Rover Tech Stufe hat, dann kann man ja alles machen. Gut, muss zwar ein bisschen fahren jetzt, aber groß und ganzen ist das ja dann ja, weil einmal Geld ausgegeben ist, bleibt Geld ausgegeben. Ist nicht so, dass man Geld hier wieder bekommt, wenn man den Flug beendet. So, ich soll hier das Ding fotografieren und kriege aber so, komm, den dritten kriege ich auch noch mit rein. Also könnt ihr euch ja mal entscheiden oder mal abstimmen, ob euch die Außenperspektive stört. Ich bin halt jetzt im Moment noch dafür, die Außenperspektive, weil erstens, so kann ich euch ein bisschen zeigen, wie das hier funktioniert. Zweitens, guckt euch mal die Kamera an. Da hat selbst mein altes Handy von weiß ich welcher Firma, um jetzt keine Werbung zu machen, eine bessere Qualität. Das aber schon ein paar Jahre hinter sich hat. Jo, wie ihr wisst oder auch noch nicht wisst, kommt drauf an, wie intensiv ihr euch meine Folge anschaut oder ob ihr da nur kurz mal durchskippt. Auf jeden Fall habe ich ja gesagt, dass ich bei Take on Mars so 20 Minuten aufnehme. Gut, das ist ein bisschen mehr, oder also ich gebe mir Mühe, dass es möglichst mehr wird. Also jetzt nicht unter 20 ist, für das es damit sagen will, wenn ich glatt 20 habe, ist es gut. Es wird aber von Hause aus immer mehr. Und ja, deswegen nur mal so zur Info. Ich habe ja jetzt mittlerweile, die Umfrage ist zwar noch nicht beendet, aber nee. Er sieht zwar relativ klein aus, man weiß aber nie, wie dieses die Roverbeine das so verkraften. Weil es kann sein, dass sie an so einem kleinen Stein kaputt gehen. Oder an so einem kleinen Stein. Da immer möglichst vorsichtig sein. Und ich werde kurz mal pausieren. Und ja, dann sehen wir uns gleich da hinten wieder. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Und wie man sieht, unsere Power ist weg. Eigentlich die chemischen Batterien, die kann man auch irgendwie aktivieren. Oder deaktivieren sich selbst. Da bin ich nicht so hundertprozentig sicher. Und ich hatte ja, glaube ich, in, ich weiß nicht welchen Part das war, gesagt, dass es keine Außenansicht gibt. Das ist so nicht ganz richtig. Also, bevor ich hier weiter sage, hier diese Farbe meinte ich vorhin.
Diese da, das ist braun oder orange. Denn im Prinzip gibt es schon eine Außenansicht. Und zwar gibt es ja das... Ja doch, kann man eigentlich sagen, das Netzwerk von Satelliten, zum, wenn man jetzt zum Beispiel mal die Erde nimmt, gibt es genug Satelliten, die da rumfliegen. Da kann man zum Beispiel auch Karten, also kartografieren oder wie das heißt, mit betreiben. Also deswegen gibt es ja diese Navigationssysteme, die auch auf Karten basieren. Also ich meine jetzt nicht die im Auto oder so, sondern richtige, wo man ja irgendwelche richtige fotografische Karten, wo man jedes Detail sieht. Und sowas kann man auch, diese Satelliten kann man auch zum Dauersenden benutzen. Gut, man hat zwar eine derartige Verzögerung, ich glaube bei Mars sind es 20 Minuten, grob geschätzt, die man da warten müsste, ehe man eine Antwort kriegt. Also alleine von der Internetstrecke oder wie das auch immer betrieben wird. Das ist ja doch schon ein Stück weit weg. So, Fotos haben wir fertig und von daher gibt es auch eine Außenperspektive. So, jetzt kommen wir zum ersten Mal mit diesem Instrument hier zum Einsatz. Ich zeige es euch erstmal in dieser Perspektive, wie man es machen kann. Also hier hinten dran ist der Sensor. Und jetzt fahrt ihr einfach. An dieser Mission bin ich ganz am Anfang fast gescheitert, denn ich habe hier probiert, am Anfang hier mit dem Rover lang zu fahren, also hier hoch, um da irgendwie reinzukommen, wie hier, bis ich gesagt habe, nee, so kann man doch keine Mission designen, also was ist denn da jetzt kaputt? Und habe dann kurzerhand mal im Vehicle Assembly, nee, so ist es bei KSP, im Bildding nachgeguckt, also wo man die Rover baut, und da ist mir aufgefallen, dass dieses Ding hinten dran ist und die Kamera vorne. Habe ich gesagt, gut, die Menschen ihre Gründe wissen, warum sie das machen. Und man sieht jetzt auch bei diesem Instrument, wie weit man entfernt ist. Und wie gesagt, vorsichtig mit den Instrumenten vorgehen, denn die können eventuell abbrechen. So, da ist ready, jetzt wird gescannt. Und danach nehmen wir noch die andere Mission da hinten. Und das bringt mich dazu, dass es doch eine Außenansicht gibt. Deswegen kann man ja in echt auch zum Beispiel die Satelliten dazu verwenden, jetzt um Spionage zu betreiben, sage ich mal, wenn man da so einen hat. Die sind natürlich unterschiedlich, jeder Satellit hat unterschiedliche Funktionen, es gibt Wettersatelliten, es gibt Kommunikationssatelliten, gut, es gibt auch ein paar, ja, universelle, sage ich mal, die halt alles ein bisschen können, aber wenn man sich darauf spezialisiert, kann man natürlich viel detailreicher rangehen, aber das ist auch ein bisschen was anderes. Mal jetzt um andere Beispiel zu machen, man kann sich ja im Real Life manchmal nicht so vorstellen. Da kann man aber jetzt, sage ich mal, KSP jetzt als Hilfe nehmen und sagen zum Beispiel, okay, ich habe da einen Satelliten gebaut, der kann das gut scannen, ist deswegen leicht, man braucht nicht so viel Material, um den hochzuschießen, er kann das, was er machen soll, und das kann er gut. Wenn man jetzt aber umso mehr man machen will mit einem Objekt, desto teurer wird es natürlich. Und desto mehr Aufwand hat man auch damit, das in Orbit zu bringen. Deswegen kann so eine Spezialisierung Geld sparen. Und darum geht es nun mal, mit möglichst wenig Mitteln viel erreichen. Das ist nun mal in der heutigen Situation, in der heutigen Zeit so. Und naja, was soll man da machen? Ja, dann 12,6 Grad, ja. Wäre zwar ein bisschen kalt jetzt im Verhältnis zu dem, was wir hier haben. Ich bin so bei, naja, gut 18 Grad. Dank guter Lüftung. Aber ich
habe ja den Rechner erst seit ein paar Minuten an. Wenn der mal richtig etwas länger an ist, dann ist das hier doch schon ein bisschen wärmer. Aber das ist nun mal so bei neuer Technik. Je leistungsfähiger so ein Rechner, desto mehr Wärmeentwicklung ist. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Wir sehen uns gleich da hinten wieder. Bis gleich. So Leute, hier an dieser Stelle wieder angekommen. Mal gucken, was uns hier an der Aufgabe erwartet. Auf jeden Fall erstmal erkunden. Na, 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 Frame-Anbrüche. Es kann daran liegen, dass im Hintergrund noch ein Update läuft. Ja, könnte ich vielleicht auch irgendwann anders machen, aber naja. Lass ich mal lieber. So, mal gucken. Möglichst viele Punkte mit einmal. Oder alle. Nicht schlecht. So, EMS. Ich möchte fast sagen, dass EMS ein aktives... Oder EAS, ist das ein aktives? Also ich habe mir bis jetzt bei weitem noch nicht alle eingeprägt. Huch, das war gerade Standbild. Ich werde es einfach probieren. Das Rote, das interessiert mich jetzt erstmal nicht, denn dieses Radiation Assessment, also ihr wisst, was ich meine, das Radiation Assessment oder irgendwas System, das wird ja auch rot angezeigt, weil es halt nicht aktiv ausgewählt ist. Aber es ist passives Modul, das muss man nicht auswählen. Dann bin ich mal hier am gucken, aber ich möchte sagen, EMS ist... Doch, haben wir an Bord, okay. Ich lerne immer wieder dazu. So. Ja. Ich denke... Ja, ich kann denken, dass wir... Man kann übrigens Instrumente auch so benutzen. Das kann ich ja kurz mal vorführen. Ich muss dazu nicht zwingend in so einem Gebiet sein, aber im Moment ist da noch nicht so viel eingebracht. So. Aufpassen. Nehmen wir jetzt hier so. Ja, ich weiß, dass ich da noch Platz habe. Deswegen sind die Steine auch meistens speziell dafür vorgesehen. Jetzt scheitere ich daran hier. Also die sind dann an einiger Ecke speziell dafür gebaut, dass der Rover da gut rankommt. Währenddessen das hier Ganze mal fast scheitert. Naja, ihr wisst auf jeden Fall... Na, wisst ihr nicht, was ich meine. Ich würde es ja gern vorführen, aber irgendwie eignet sich dieser Felsen dafür nicht. Also zumindest der Teil von dem Felsen. Nehmen wir mal den hier. Und was außerdem ein Vorteil hier an diesem Rover ist, da er klein ist, wenig viel, also weniger Instrumente an Bord hat, ist er natürlich auch relativ leicht und kann dadurch mit passendem Gestellen auch sehr schnell fahren. Ja, und hier haben wir das Problem, dass der unten zu weit vorsteht. Ich brauche optimal einen, der unten nach innen geht und oben vorsteht. Habe ich hier auf der anderen Seite? Na, ist genauso blöd. Hier in der Ecke könnte es fast klappen. Ja,
Ja, gut. Da. Ich hätte es jetzt auch einfach zu einem Länder springen können und das da zeigen. Ich wollte es aber hier mal kurz eben zeigen, dass man es auch außerhalb von Missionen anwenden kann. Und ich denke mal, dass der Entwickler oder die Entwicklergruppe jetzt da auch irgendwann, weil jetzt, werden wir gleich sehen, was da kommt. Also die Funktion, dass es außerhalb geht, die ist ja schon da, aber man kriegt jetzt hier keinen richtigen Resol. Steht ja da Temporary Resolutions, also das sind halt noch temporär und da sieht man schon, dass es erst kommt und hier steht das, was vorhin stand und hier steht dann oder soll stehen, weiß ich, ob das hier überhaupt aktuell ist oder nur ein Bild ist, dass das alles drin ist. Aber da wird später auf jeden Fall noch was dazu erscheinen. So, ich denke mal, am nächsten Part, ich denke, den nehme ich auch, ob ich den morgen aufnehme. Ja, muss ich gucken, ob ich den morgen aufnehme oder dann ein Zweierpack mache oder muss ich gucken, wie ich das dann mache. Auf jeden Fall denke ich mal, dass wir dann morgen oder wann auch immer dann da weitermachen. Kurz speichern. Ich will noch kurz was nachgucken. Ja, jetzt hängt es immer, weil er dann die Physik ja natürlich wieder scannen muss und dieser hat unendlich Benutzung. Okay, das heißt, weil sonst hätte ich es nicht gespeichert. Wie gesagt, wenn man dann wirklich alles ausgenutzt hat von dem Rover, dann kann man den auch stehen lassen. Außer die passiven Module da, die verbrauchen sich halt nicht. Aber sonst von der aktiven Module her kann man die dann nicht verwenden. So, und ich denke, mit dem schönen Blick hier nach da unten verabschiede ich mich wieder von euch. Ich hoffe, ich habe die Zeit rumbekommen. Auch sinnvoll, also dass es euch gefallen hat. Das ist, hoffe ich, natürlich bei jeder Folge, die ich mache, egal welches Spiel ich spiele. Und ich hoffe, ich habe das, was ich erklären wollte, auch so erklärt, dass es gut ankam oder dass man es verstehen konnte. Ja, dann würde ich wieder mal sagen. Ja, da musste das Mikro unbedingt noch ganz schnell abpfeifen, weil das Akku leer war. Aber jetzt die Verabschiedung. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, Morgen, Mittag. Die anderen habe ich gerade vergessen, was auch immer gerade bei euch ist. Und viel Spaß beim, was immer ihr gerade macht. Und bye bye, bis zum nächsten Mal, euer MC Arsch. Ciao.